bei einer 80-Tage-Reise gab es auch bei den Proben nicht immer schönes Wetter. Aber man lässt sich nicht stören, weder von der improvisierten Bühne noch von vollen Gastgärten. Langsam kam die Beleuchtung vor Ort, dann die ersten Bühnenelemente. Hauptdarsteller Wolfgang Kettner wuchs aus dem Boden. Und die Proben wuchsen auf Podesthöhe. Zwischendurch Medientermine, Fotosessions und wenig Pausen, aber immer beobachtet. Die ersten Sitzreihen stehen in Reih und Glied und die Techniktürme konkurrieren mit dem Schlossturm. Abwechslung bringen Cucumber-Sandwiches und Theaterwein. Bis dann die jüngsten Akteure einstiegen und ihre Szenen probten. Die Szenen wurden intensiver und das Bühnenbild wurde dichter. Die Requisiten wurden farbenprächtiger und Indien konnte man immer realer erfühlen. Bis dann dies und jenes noch passierte und noch mehr. Aber schauen Sie sich das an. Wir bleiben stumm wie das Untier aus Stein, genießen beim Schlosswirt Cucumber und Wein. In 80 Tagen um die Welt, Volksbühne Waidhofen an der Ybbs, Premiere 8. Juli 2016.